So, und damit ganz herzlich willkommen zum letzten Video der sechsten Staffel. Und hier haben wir ein ganz tolles Video für euch, und zwar die beiden neuen Teile zu Satoichi. Teil 3 und 4 ist erschienen. Wir haben ja Teil 1 und 2 komplett neu synchronisiert. Also, das heißt, die gab es vorher nicht synchronisiert. Wir haben Erstsynchronisation angefertigt. Und die sind bereits erschienen. Das Video könnt ihr euch auch auf diesem Kanal anschauen. Und natürlich auch Trailer zu den ersten beiden Teilen. Die werde ich am Ende verlinken. Heute geht es um Teil 3 und 4, die jetzt erschienen sind in dieser sechsten Staffel von Colors of Entertainment. Hier natürlich mit Shintaro Katsuo wieder in der Hauptrolle als Meister Masseur und Meister Schwertmeister hier. Wir fangen nach und nach an. Ich bin natürlich ganz besonders stolz auf diese beiden Releases, weil ich dazu die Booklets gestiftet habe, ebenso wie zu den beiden ersten Teilen. Hier haben wir dann New Tale of Satoichi, der dritte Teil und der erste Teil der Reihe in Farbe. Hier haben wir ein sehr schönes Farbkonzept, wie ich finde, mit diesem Weiß und Rot, natürlich die japanische Flagge. Hier haben wir den Schriftzug nochmal auf Japanisch und natürlich den Hauptcharakter hier von der Seite im Profil. Wunderbar. Und hier der Titel in Gelb. Das geht dann hier über in dieses tolle Spine natürlich auch. Hier haben wir natürlich wieder auch das Cover üblich oben und natürlich das Entertainment unten. Und hier haben wir auf der Rückseite Shintaro Katsu gleich. Ja, die Farben sind der wirkliche Hammer hier drin. Wir sind auch sehr zurückhaltend und sehr dezent inszeniert. Auch ein wunderbares Breitbild hier, wie ihr sehen könnt. Beide Filme sind limitiert mit einem Cover auf 2000 Stück. Also sollte für allen was dabei sein. Ich habe hier Nummer 816. Wie gesagt, das sind ja deutsche Erstveröffentlichungen. Und natürlich auch hier wurden diese Teile das erste Mal synchronisiert. Diese gab es früher überhaupt nicht zu kaufen. Das ist die aktuelle Reihe, die ich vorstelle. Mit diesem Video schließe ich das auch ab. Wenn ihr das hier seht, sind alle Videos zu jedem Titel hier erhältlich, auch zu den ersten fünf Staffeln. Ihr könnt alles sehen auf der Colors of Entertainment YouTube-Kanalseite. Genau. Hier haben wir dann die Blu-ray, auch sehr schön designt hier, wie ich finde. Und hier haben wir die DVD mit dem gleichen Motiv. Und hier haben wir dann ein wunderbares doppelseitiges Bild auf dem Inlay des Mediabooks. Packen wir die Discs mal zurück. Und jetzt kommen wir natürlich zum Booklet. Das ist mal nicht von Mike Blankenburg, sondern von mir, Christian Koch. Ich bin sehr stolz drauf, also seht es mir nach, wenn ich ein bisschen übertreibe vielleicht. Hier wird ein Colors of Entertainment präsentiert. Genau. Ich gehe hier auf jeden Fall auf den Regisseur ein, auf den Scheideweg im Film. Ich habe auch ein paar Zitate mit eingebaut, alles Mögliche, und erzähle natürlich auch von den Hintergrundgeschichten, den Regisseuren, dem Studio Daiei. Wenn ihr denn die ganzen Booklets von mir liest, werdet ihr sehr viel wissen über das Satoichi-Universum. Und wie gesagt, hier auch Premiere. Wie gesagt, diesen Teil gab es vorher noch gar nicht in Deutschland, wie alle anderen auch. Hier sind auch Quellenangaben. Und hier habt ihr dann noch ein doppelseitiges Bild. Und hier nochmal Shintaro Katsu auf der Rückseite. Das ist zum Teil 3. Wirklich toller Film. Die Filme werden auch, also meiner Meinung nach sind die alle stark. Ich habe erst befürchtet, als ich angefangen habe, die Serie zu analysieren, dass das sich so abnutzt oder so. Aber die sind wirklich alle auf sehr hohem Niveau produziert und werden auch immer besser. Man merkt richtig, wie Shintaro Katsu auch in der Rolle aufgeht. Das merkt man dann jetzt vor allem hier im vierten Teil, der die größte Schlacht enthält in den ganzen Filmen bis jetzt. Satoichi, The Fugitive, der Flüchtling. Teil 4 hier, auch in Farbe. Wie gesagt, nur die ersten beiden sind in Schwarz-Weiß. Dazu habt ihr die Trailer am Ende, könnt ihr euch anschauen. Da könnt ihr auch schon mal einen Glimpse kriegen, wie die Synchronisation klingt von Satoichi. Hier auch wieder mit den verschiedenen Logos natürlich. Und hier habt ihr auch ein paar coole Szenenbilder. Und hier auch Inhaltsangabe und Zusammenfassung sehen könnt. Auch wieder ein tolles Breitbild gedreht. Hier auch 2000 Stück. Hier habe ich die Nummer 963. Und natürlich hier ja, Booklet Christian Koch. Sehr cool. Ja, ich hoffe, wir können dann auch weitermachen. Je nachdem, wie das hier ankommt, natürlich werden die Filme auch fortgesetzt, hoffentlich. Ich wäre auf jeden Fall dazu bereit, weiter noch Texte zu verfassen. Blu-ray und DVD. Mit dem gleichen Motiv hier auch. Und hier auch ein doppelseitiges Bild in der Mitte. Ihr seht, das 3 und 4 ist vom Design her gleich. Hier auch ein sehr cool gestyltes Bild. Mit dem Weichzeichner drauf, sieht richtig stark aus. Wo immer ich hingehe, bin ich der Gott des Unglücks. Ja, hier haben wir auch eines der geilsten Schlussszenen, finde ich, im ganzen Satoichi-Universum. Finde ich ganz toll. Hier auch eine tolle Massageszene mal wieder zur Abwechslung. Und wir haben auch viele Reminiszenzen. Also hier wird eigentlich im vierten wird so der Sack zugemacht, wenn alle Handlungsstränge des ersten Teils mit beendet, die noch offen waren. Und hier ist dann ein Bild vom Ende, was sehr, sehr, finde ich, sehr emotional war und sehr gut gespielt. Und sehr überrascht.
Und das Schöne ist auch bei den Filmen, die gehen alle auch nicht jetzt unbändig lang. Also der geht zum Beispiel 86 Minuten und der hier geht 91 Minuten. Und die packen da so viel rein, so viel Spannung, so viel Dramaturgie. Die sind eigentlich unfassbar. Die sind nicht langweilig, ganz und gar nicht und funktionieren richtig gut. Und mit Teil 1 und 2 habt ihr jetzt eine richtig schön fortlaufende Reihe und könnt ihr nebeneinander stellen. Ich bin sehr begeistert von Satoichi immer noch, bin ein großer Fan geworden, während ich diese Filme analysiert habe und auch von Shintaro Katsu als Darsteller an sich. Genau, das wär's zu Satoichi the Fugitive und Teil 4 und New Tale of Satoichi Teil 3. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, schaut mit uns auf der Seite vorbei. Links sind unten drunter, könnt euch nach Hause bestellen, in die Filiale, wie ihr das möchtet. Alles dabei. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, genießt den Sommer, freut euch, geht mal wieder ins Kino und macht's gut. Ciao!